Und wieder herzlich willkommen zurück zu Resident Rise. Ich bin der Gastgeber Vexmax. Ich bin momentan hier mit Absolute Zero aka Satan? Satan. So, Satan. Entschuldigung. Entschuldige. ja, und was wir machen müssen ist, dieses Gebäude zu replizieren. Und zwar deswegen, weil wir mehr Farmen brauchen. Unter anderem eine Sugarcane Farm. Und anstatt das Ganze dann eben so zu machen, machen wir das dann eben in diesem Farmgebäude. Das heißt, das ganze Ding hier müssen wir mal replizieren. Wir werden die Dingens hier wohl lassen. Wir erhöhen einfach den Puffer, dann sollte das so schnell nicht. Naja, aber du. Nein, wenn du den Puffer erhöhst, hast du trotzdem das Problem, dass dieses Ding hier, das ist ein Crafter. Der, wenn der Holz hat, der haut dir alles in Sekundenbruchteilen durch. Also, Aber ich kann ja einstellen, wie viel das Ding da rauspumpen soll. Ja, das bringt dir trotzdem relativ wenig. Du kannst zwar jetzt auf 1 schalten. Jetzt pumpt er aber immer nur einen Slap rein. So, wenn es zu viel kommt. Warte, wie. Sind 8000 Items? Ich erhöhe gleich noch einmal und dann geht das. Ja, du musst gucken, was du machen kannst und was nicht. Also. Es ist. Mal so, mal so. Am besten wäre es, wie gesagt, in der Transfer-Note. Dann bräuchte ich den ganzen Pufferspeicher nicht. Dann wäre dann wesentlich sicherer. Dann würde auch kein Overflow kommen. Na, bloß haben wir immer noch nicht genug Gold dafür. Na, ich meine, du musst ja nicht unbedingt 100 Milliarden Speed-Upgrades haben. Da reicht, wenn du dann, weiß ich, 32 oder so, und du kriegst ja 4 pro Crafting-Operation. Ich brauche Cobblestone. Cobblestone und Glas. Hm. Oh, was sagt denn der? Cobblestone und ein bisschen Glas. Ja, sollte so in etwa reichen. Slabs, kann ich die automatisch machen? Nö. Geil. Bisschen. Die Stone Slabs, aber wir können noch keinen Stein machen, weil das noch nicht im automatisch Rezept ist. Das heißt. Als ob er das noch nicht reingemacht hat. Ich mach mal kurz rein, ne? Oh, okay. Er macht alles rein, aber. Nur halt die wichtigen Sicher, die da faktisch als Zwischenschritt sind, die macht er nicht rein. Das finde ich dich auch nicht. Z, falls du das hörst, das musst du dich bessern. Das geht so nicht. Sorry. Der hat's gehört. Geil. Schön. Okay, Crafting Module sind noch drin, aber da können noch ein paar rein. Er stellt gerade Glas her. Ja, 128 für mich, für das Treibhaus. Du musst einfach hinten die Karte reintun, dann wird das irgendwann schon gemacht. Aber ich brauche einen Stein dafür. Haben wir genug. Glas. Glas, auf nach oben. Den Rest kann ich mir gleich holen. Jupido, so, wie wird das denn jetzt weitergemacht? So, nein, halt doch so. Also, zweimal Koppel. Dann Holz, eine Türe, noch mehr Holz. Ich brauche da aber Dörte, ich brauche Dörte. Ja, Dirt. Am besten gehe ich mal irgendwo anders hin, um Dirt zu holen, anstatt hier das Dirt zu holen. Haben wir Dirt? Eine Menge Dirt? Nee, ne? Ja, doch, glaub schon. Eine Menge Dirt wäre Coll. Coll. C-O-L-L. Wir haben ein Kager Dirt. Oh, das ist gut. Tada. Sollte für den Anfang reichen, oder? Ja, ich denke nochmal. Genau, sicher bin ich mir da nicht, aber man kann es versuchen. Schulidulidu, didupdidu. Dudupdupdudipdudu. Z-Gamer HD joins the game. Halleluja. So, Jump. Und dann das hier. Habt ihr auch das manchmal das Problem, dass sich das Inventar einfach doppelt öffnet? Ja. Ja. Das ist okay. Also, wenn ich F5 drücke oder so. Also bin ich nicht der Einzige. Gut. Ich war schon leicht. Ich hab schon überlegt, ob ich einfach zu schnell klicke dafür. Ja, ja. Naja, okay. Dann ist ja gut zu wissen, dass ich nicht der Einzige bin. So, aber jetzt Baupfusch betreiben. Na, darf ich ja, oder? Zumindest so ein bisschen Baupfusch.
So, dann hier hinten noch. Oh Gott, das braucht alles Dirt. So viel Dirt. Jetzt wäre so ein Magic Wand, ja, ach, ein Builders Wand nicht unbedingt schlecht. Haben wir auch gedacht beim Bau des Dingsens. Da. Des Dingsens, das Daddy, das Dingsens. 1, 2, wie hoch ist das? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4, 5. Habt ihr auch das Problem, dass ihr andere dabei zählt? Das ist blöd. Ich weiß zwar nicht, wieso ich nicht, warum ich die ganze Zeit so zähle und nicht anders, aber hey, warum auch nicht? So. Nee. Mist. Gibt es eine Möglichkeit, Holz zu drehen? Ja, mit einer Wrench, glaube ich, oder? Ja. Nee, das ging nur mit Auch mit einer Wrench müsste es auch gehen. Cool, ich kriege aus einem Stück Holz für Charcoal. Geil. Ja, mit einer Wrench kann man Holz drehen. Oh, ernsthaft? Das ist super. Ey, das ist super. Das ist genau die Funktion, die ich brauche. Toll, mag ich. Krieg ein Like dafür. So, da oben auch? Ach, die ganze Ebene. Oh Gott. Wieso drehst du dich nur falsch rum? Ach, ich hasse dich, Scheißteil. Ich hasse dich auch. Dich hasse ich noch nicht. Aber fange ich langsam an zu hassen. Ach Mann, Verfluchte. Das Ding mobbt mich. So. Ich geh mal kurz ein bisschen unser Gold verschwinden. 1, 2, 3, 4. Nur so ein bisschen. Oh nee. Was denn? Finde ich nicht gut. So, so. Jetzt noch hier Zwischenholz und das drehen und yay. So, jetzt mehr Holz. Nach hier. Da und dann 1, 2, 3, 4. Und dann Holz, 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 noch mehr Holz, 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 danke sehr. Ach, das wusste ich. Wer auch immer das war, dass man mit dem Wrench sowas drehen kann, er war eine Genie. Ich mag ihn. Den. Und jetzt hier noch mehr Holz dran tun. Oh, schön Luft anhalten und nicht runterfallen. War das richtig? Ja, doch. Alles gut. Nein, fuck. Jetzt bin ich runtergefallen. Warte, ich muss hier doch eh noch. Warte, wo muss ich das machen? Hier. 1, 2, 3, 4. Da will ich einen Zombie umbringen, Wex. Ja, das ist jetzt. Ich meine, immerhin kommt er jetzt nicht mehr hier hin. Also, solange ich nicht runterfalle, wohlgemerkt. Seth, kannst du schlafen, Link? Ich, ja. So. Na, komm. Hallo, komm. Na. Hallo, willst du auch mal anders? Ach, blödes Ding. Hab ich alles richtig? Ja, hab ich. Nur die 6 Pfeile. Okay, alles gut. Ups. 1, 2, 3, 4. Wunf. So, ich glaube, ich habe sogar richtig gebaut. Toll. Seid stolz auf mich, ich habe mal gebaut. Ein Haus? Nein. Ja, ein Haus. Naja, noch nicht ganz, aber na gut, eigentlich ist es kein Haus. Das ist ein Grünhaus. War doch der Rest, ne? Ja, doch. Alles Glas. So. Da.
Nur halt eben. Sollten unsere Slaps nicht mehr so schnell ausgehen. Das ist gut. Möhren. Ich muss eben nur noch gucken, wo ich die Slaps hin tun muss und dann, naja. Mal weiter gucken. Wie gesagt, muss ich gucken, dass ich Poppies kriege. Eine ganze Menge. Weil du die Farm da machen kannst. Ja, ich bin da dran. Slaps. So, davon auch mal direkt ein paar ordern. So, dann wieder hier. Ich dürfte jetzt auch erstmal genug Energie haben. Für die erste, wie gesagt, ne? Wer weiß, ob die Energie auch fürs zweite reicht. voll der tolle Übergang. Oh Gott, schlag mich. So. Fackeln. Ja, genau. Fackeln. Wohin? Dahin. Ich hoffe, das ist genug. War das oben auch Holz? Achso, oben auch Glas. 960 RF, ja. Nur? Unter einem K? Das ist ja ganz kritisch. Vanille, das gibt's doch nicht. Normales Vanilla, ah, okay, alles gut. Ja, ich meine halt auch noch ohne. Ach so, ohne Mechanismus, ja. Ohne die Supergeneratoren. Ja, genau. Ich meine, theoretisch könnte man ja einen Steamboiler bauen. Nee, könnten wir nicht, uns fehlt der Stahl dafür. Nein, wir können nicht Stahl machen. Das sollte nicht das Problem sein. Jetzt muss ich mal überlegen. Wie wird das gemacht? Wie haben die das gemacht? Wasser ist hier unter dem Cobblestone? Ja. Okay. Das heißt, ich brauche mehr Dirt. Und muss gucken, dass der Cobblestone mindestens eine Reihe hat, die er so macht. Gut. Ich lass mal ein bisschen Stahl herstellen, ne? Ich stelle gerade fest, dass allein die Enrichment-Gemma mehr Strom zieht als unsere ganze Stromproduktion. Mhm. Das ist lustig. Die lutscht an sich. Die lutscht an unserer Stromversorgung. Da. Ah, Baumfusch. Scheiße. Fuck, den hätte ich nicht wegmachen sollen. Ja, so, du bleibst da. Dann. Du. Ich brauche eine ganze Menge Wasser. Jetzt bereue ich, dass wir noch keinen. Ist das dein Ernst? Ich habe gerade Autosmelt auf meine Schaufel bekommen. Was? Heißt du, Autosmeltst du jetzt jedes Mal dein Dirt, wenn du ihn abbaust? Ja, das tue ich. Was für ein Bullshit. Boah. Das nervt mich jetzt. Du hast da nicht so Glück. Nein, wirklich. Mann, Dinges. Tinker, scheiße. Gibt's da nicht irgendwie etwas, womit man diese Dinger wegkriegt oder so? Applicable up to Obsidian, Iron, Redstone, keine Ahnung, was das ist. Ja, Mann, ey. Kann ich nicht Eisblock drauf tun und dann, boom, Modifier weg, aber das Auto smelt ebenfalls so in etwa. Das wäre echt schön. Ich glaube, das gibt's echt nicht. Ach, for fuck's sake, ich brauche eine neue Schaufel. Auto smelt auf eine Schaufel. Wieso kann man sich Auto smelt auf eine Schaufel holen? Ach, dang it. Haben wir noch eine Schaufel irgendwo? Ja, hab ich. Ich hab einen Mattock. Wo ist mein Mattock? Weh, ich krieg da Autosmelt drauf. Dann haut's aber ernsthaft. Glaub mal, dann klatscht es. Dann klatscht nicht mal normal, Alter. Dann klatscht richtig. Also aller Bud Spencer. Was? Da ist gerade so ein Vieh gespawnt, obwohl ich eine Schaufel benutzt hab. Ach, leck mich doch. Weil es eine Mattock ist, es ist keine Schaufel. Oh, ich fang gleich an zu heulen. Warte, ich bring dir kurz eine Schaufel eins, hoch. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Achso, das geht so. Okay.
Das heißt, die muss ich gar nicht machen. Das hier muss ich auch nicht machen. Sondern das hier brauche ich auch nicht machen. Warum bist du rausgeflogen? Schaufel? Mapper ist gecrashed. Warum? Keine Antwort, warum? I don't know. Oh, Aus Lust und Laune also. Jo. So, dann einmal das hier. Dirt. Und keine Dreit Dirt. Kann ich Dreit Dirt irgendwie wieder zu normalem Dirt machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Shit. Geschmolzener Dirt ist geschmolzener Dirt. Nein, du nach da. So. Dann jetzt. Du nach da. Du nach da. Du nach. Ich setze hier schon mal die Slabs, ne? Alles klar. So, und. So, sind wir jetzt hier überall Wasser? Soweit ja. Gute Sache. Es, hier ist Dirt, ich kann die aufsammeln. Scheiß Dirt, geh mir kaputt. Ne, das backt so. Ja, egal. So, das heißt, das Gewächshaus hier wäre damit fast fertig. Halt, ich habe was vergessen. Und zwar das hier. Oh, ist das dein Erz, geh kaputt. Nimm doch die Schaufel, die ich dir gegeben habe. Könnte ich auch nehmen, genau. Wäre vielleicht sogar eine Weil bessere dann Möglichkeit. Spawnt nämlich nicht. Ja doch, das Kobbel lasse ich hier mal. Cool, dann haben auch wir jetzt. Auch wenn ich das jetzt nicht intelligent fand, dass du das exakt 1:1 nachgebaut hast, weil hättest du das 2 breiter gebaut, hätten wir einfach beide in die Mitte stellen können. Hätten wir. Wir hätten eine Pipe gebraucht. Ja, aber ich mag es lieber so. Ich mag es symmetrisch. Außerdem sieht das schön aus. Das ist ein X hier oben. Also, Ah, okay, so geht's auch. Daran habe ich gar nicht gedacht, dass man die einfach hier hinstellen kann. Ja, das. Und ich habe die dann mit Stromversorgung, wie gesagt, das war einfach so eine Eingebung. Ach, einfach eine Capacitor hier an. Ja, das ist eine super Möglichkeit, um eine Wand zu überbrücken. Um die Wand geschlossen zu halten. Tja, nur halt bis nach hier muss ich wahrscheinlich wieder hier oben dann einen Capacitor hin tun. Ja. Cool. Ja, und dann kann ich eben hier die beiden Dingens rein tun. Oder vielmehr eine Reed Farm und eine Crop Farm. Hier sollen Sugarcanes hin, ne? Ja. Deswegen muss ich mir noch ein Layout überlegen, was eben am besten funktioniert. Und ich weiß keins. Ich weiß eins. Ich habe eine Idee für eins. Bei 5x5 ist das echt dämlich. Weil da kannst du zwar das Wasser oder 2 Reihen, also 6-mal Wasser hier rein tun, hast dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13 Sugarcane. Oder du kannst 4-mal Wasser hier rein tun, hast dann 12 Sugarcane. Und so weiter und so fort. Also. Nee, Quatsch, du kannst es optimieren. Wenn du das hier hin tust. Nee, Quatsch, kannst du nicht. Ich rede auch scheiße. Du kannst es nicht automatisieren. Das Beste, was ich hinkriege, ist 13. Wir machen das ganz simpel, damit es einfach nett aussieht. Du brauchst das übrigens nicht. Sugarcane wächst auch auf Gras. Ja, aber auf Sand wächst schneller. Echt? Ja. Okay, akzeptiert. Mach mal weg hier. Schaufel. Schaufel, komm her. Ja, hier siehst du meinen Baufusch. Och nee, dein Ernst. Notevakuierung. So hätte ich es übrigens gebaut. Warte, lass mal kurz nur hier die Löcher füllen. 1, 2, 3. Oh, scheiße. So einfach, damit wir wenigstens Karo-Muster hier drin haben, damit es nett aussieht. Nimmt sich nichts von der Menge her. Ja. Okay, können wir so machen. Wie viel haben wir dann? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall ungefähr genauso viel. Na doch, ist eine gute Möglichkeit. Nehme ich.
Nur halt eben, das erste, was ich jetzt mache, ist mich evakuieren. Und zwar sehr, sehr weit weg, sehr, sehr schnell. Na, was heißt hier sehr weit wir weg? Wir gehen einfach runter. Wir machen jetzt einfach am... Tschüss. Warte, wie heißt der? Am Digital Miner arbeiten wir jetzt einfach weiter. Aber der Blood Moon, der kommt schon echt heftig schnell, oft mal. Also das ist unschön. Aber egal. Ein bisschen Stahl her, ne? Ein Digital Miner können wir dann in der nächsten Folge machen. Wir bedanken uns schon mal recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, es hat die Folge gefallen. Wenn ja, lass uns doch ein... Was? Lass uns doch ein Like und ein Abo da. Kommt es immer gerne gesehen und... was? Jetzt, scheiße, jetzt habe ich einmal da gelesen, jetzt komme ich nicht mehr mit. Scheiße, wo war ich dran? Mein Kopf. Ja, das ist blöd. Wenn ich mich nicht dabei konzentriere, dann verpeile ich alles Mögliche. Egal. Leck mich doch am Arsch. Halt die Klappe. schön. Na gut. Wie ihm auch sei. Man weiß doch, was ich da normalerweise sagen würde. Wie gesagt, nächste Folge kommt dann der Digital Miner dran. Und naja, hoffentlich ist bis dato der Blattmann weg. In diesem Sinne aber euch noch ein schönes Spiel. Und bis zum nächsten Mal bei Wakemix Industries. Bye, bye.